Willkommen zurück, liebe Rollenspielfreunde, bei Kingdom Come Deliverance. Ich bin Nightflyer und wir sind hier mit Heinrich auf seinem bisher schwersten Weg, den er in seinem Leben gehen musste. Denn er will seine Eltern bestatten. Wir sind zurück in Scarlitz und wir haben in der letzten Folge Leichenberge gesehen, Plünderer. Ja, und wir haben uns eine Schaufel besorgt und wollen nun unsere Eltern beerdigen, beziehungsweise müssen wir erstmal ein Grab ausheben. Hier unter dieser Linde wollte Heinrichs Vater beerdigt werden und da komme ich jetzt nochmal zu etwas, was ich in der letzten Folge angesprochen habe, nämlich das mit Heinrichs Namen, dass das ein deutscher Name ist. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass Heinrich auch ein Deutscher ist. Sein Vater heißt Martin. Ich bin mir nicht sicher, ob Martin ein deutscher Name ist. Es ist irgendein Name aus der Bibel, glaube ich. Aber es könnte auch ein deutscher Name sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe so eine, ich habe eine leise Vermutung, die ich jetzt an dieser Stelle nicht äußern werde. Aber ich habe eine leise Vermutung, dass vielleicht nicht alles so scheint, so ist, wie es zu sein scheint. Aber dazu später mehr, denn ich will jetzt hier nicht, ich will mich nicht selber spoilen und ich will euch nicht spoilen. Deshalb. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Ja, wahrscheinlich hier irgendwo. Ist das noch was zum Sammeln? Nee. Hier irgendwo heben wir das Grab aus. Ich muss mir noch eine gute Stelle aussuchen. Irgendwo hier jedenfalls. Also ich weiß, dass es irgendwo hier ist. Da. Hier beginnen wir zu graben. Der Hundi. Ja, der ist genauso allein wie Heinrich. Vielleicht haben sich da zwei gefunden. Ja, ich glaube, das ist nicht so einfach, denn mit Sicherheit hat die Leichenstarre bereits begonnen und zudem sind die Leichen wahrscheinlich auch noch aufgeschwemmt durch den Regen. Soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja, siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was bitte? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass ihr es noch brauchen könnt. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt es eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen hat. Tö!
Leute, Ina, los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Das hätte ich mir über Zähne gekostet. What the fuck? Ich glaube, die Entwickler haben zu viel The Walking Dead geguckt. Oh. Ein Schlag? Ihr wollt mich doch wohl verkackeiern. Ich hab dir ja gesagt, wie das werden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Das ist ein schönes Stück. Dem Anführer wird's gefallen. Brandneu, habe ich recht? Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Hört auf mit den Spielchen! Thank you.
What? Okay, wir haben mal wieder einen Albtraum und spielen den Traum auch noch, wie es aussieht. Rette deine Eltern. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sind in Scarlets. Sind das unsere Eltern, das, was da leuchtet? Nee, das ist ein Pferd. Oh Scheiße, wenn ich mal wüsste, wo ich bin. Hier sind Leute. Oh. Ich weiß es nicht. Hier sind überall Leute. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Die Stimme kommt von da. Von da. Doch von da? Okay, das ist mies gemacht. Die Stimme kommt immer von woanders her. Was ist hier? Wessen Haus ist das? Ist hier die Schenke? Aber die Stimme entfernt sich. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich laufe jetzt einfach mal so den Weg hier entlang. Ist hier noch Weg? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier bin ich total falsch. Wieso wird denn das hier auf einmal so anders? Ich glaube, ich bin zu weit gegangen. Verdammt! Ganz ehrlich. Was soll ich denn hier machen? Warte mal. Ach, warte mal. Ich habe einen Questmarker. Vielleicht sollte ich ab und zu mal einen Blick auf den Kompass werfen. Okay, erkenne ich jetzt hier schon was? Nicht wirklich. Was ist denn das für ein Haus? Wir können sogar in das Haus rein. Ist das unser Haus? Nee, ne? Nee, das ist, glaube ich, das Haus. Ist das Haus von... Wie hieß er? Ich hab den Namen vergessen. Der mit den Schulden. Brauchst du Hilfe? Es gibt viel zu tun.
Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge, ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieberwahn später. Du bist wach? Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Okay, jetzt können wir einen Dialog führen. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was in aller Welt hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divish hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divish versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Oh, ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Und noch später. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Oh, ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Rathai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier.
Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Okay, die Rattaier Mühle ist nun dein neues Heim. Schlafe hier, wann immer du willst. Auch deine Truhe befindet sich hier. Ihr Inhalt steht dir auch in deinen anderen Häusern und Mietunterkünften zur Verfügung. Sehr schön. Und haufenweise Quests, wie es aussieht. Wo gehst du denn hin? Ach. Die geht jetzt ins Bett? Interessant. Finde Markwart von Aulitz und räche den Tod deiner Eltern. Ja, das ist wohl unsere primäre Aufgabe. Blutige Rache, natürlich. Welches war jetzt so unser Bett? Das oder das? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Willkommen zurück, liebe Rollenspielfreunde. Nicht in einer neuen Folge, sondern nur in einer neuen Aufnahme, denn ich habe ungefähr die Hälfte der Folge, der ursprünglichen Aufnahme, verworfen aus diversen Gründen, die ich an dieser Stelle aber nicht nennen kann. Wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Schauen wir mal, denn es hat was damit zu tun, was wir hier demnächst machen, und ich würde euch dann spoilen, das will ich nicht. Ja, wir sind hier in... Gott, tut mir der Magen weh. Theresas Haus, und natürlich hat der gute Heinrich unser Fresssack Kohlampf, und deswegen erstmal hier aus dem Topf. Lecker Süppchen, also, naja, ich sag da nichts weiter zu. Ja, und da Heinrich wahrscheinlich noch mehr Kohlampf hat, nehmen wir uns hier noch diese süßen Pfannkuchen, die Theresa uns gebacken hat. Und die stopfen wir uns auch eben nochmal rein. So. Alle drei. Und dann sind wir bei 82, was die Sattheit angeht. Ja, und ihr seht, wir haben nichts an. Wir haben auch nichts im Inventar, außer diese beiden Schlüssel. Unser Zeug liegt hier in dieser Truhe. Das nehme ich mal raus. Dann nehmen wir alles mit. Auch wenn wir dann überladen sind. Ich werde wahrscheinlich einiges verkaufen. So, jetzt kriegen wir hier einen Hinweis. Lesen war im Mittelalter eine seltene Kunst, die ein gewöhnlicher Schmiedesohn nicht besaß. Du kannst ein Buch öffnen und versuchen, die Glyphen zu entziffern, aber letztendlich wirst du jemanden aufsuchen müssen, der dir zumindest die Grundlagen des Lesens beibringen kann. Und so weiter. Ja, einen neuen Kodex-Eintrag haben wir bekommen. Sprache und Literatur werde ich jetzt nicht lesen. Bücher und Bibliotheken werde ich jetzt auch nicht lesen. Machen wir dann zu gegebenen Zeitpunkt. Schauen wir mal. Wir müssen uns erstmal was anziehen. Dazu gehen wir wieder ins Inventar. Und wechseln hier den Reiter auf Rüstung. Und jetzt muss ich mal gucken. Wir haben alte Stiefel und Arbeitsstiefel. Diese alten Stiefel sind, glaube ich, die... Da ist auch so ein Marker dran, irgendwie ein schwarzer Marker. Wofür steht denn der jetzt? Wofür steht denn dieser schwarze Fleck da? Das ist mir nicht ganz klar. Also unsere Gegenstände sind nicht mehr als gestohlen markiert. Zum Beispiel dieser verzierte rote Wappenrock, den hatten wir ja gestohlen. Der ist nicht mehr markiert als gestohlen. Aber wir haben jetzt einige Gegenstände, wo so ein schwarzer Marker dran ist. Da ist mir unklar, was das bedeuten soll. Warte mal, steht das hier irgendwie? Ne, ist mir hier nicht ersichtlich. Weiß ich ehrlich gesagt, ist das vielleicht Zeug? Ne, das kann kein Zeug sein, dass wir einem Dieb abgenommen haben. Denn wir hatten immer diese Hose an hier. Die hat immer noch eine Haltbarkeit von 90. Bzw. Zustand 90, Haltbarkeit von 30, so. Wir haben dieses Ding, das hat eine Haltbarkeit von 50, aber einen Zustand von 59. Mhm. Ist mehr wert auf jeden Fall, ne? Diese geflickten Beinlinge. Mehr Sichtbarkeit. Aber weniger Geräusche. Ziehen wir die einfach mal an. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich will die Hose nicht hergeben hier. Also ich würde ja gern einiges verkaufen. Das grüne Hemd ziehen wir auch nicht an. Wir ziehen hier diese leichte gepolsterte Rüstung an. Und den Wappenrock darüber.
und vielleicht noch ein paar Stiefel. Dann nehmen wir jetzt die Arbeitsstiefel. So weit, so gut. Gut, damit können wir, glaube ich, losmarschieren. Und wir müssen mit Onkel Peschek sprechen. Ja, dem Onkel von Theresa. Der hier irgendwo rumlaufen muss. Das ist der Müller. Da steht er. Wo hat er denn seine Mütze? Ah, wollte gerade sagen. Die Mütze braucht immer ein bisschen länger. Auf ein Wort, junger Bursche. So, ja, wir bedanken uns erstmal. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Mhm. Könnte ich nicht einfach zahlen? Ja, könnte ich jetzt fragen, aber ganz ehrlich, so reich sind wir nicht. Na schön, was soll ich für dich tun? Nichts Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel, bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf ein Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du. Aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Das kommt ganz darauf an. Erzähl einfach mal ein bisschen mehr. Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojcik von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Ja, so kann man es natürlich auch ausdrücken. Nein, wir werden es erstmal nicht machen. Das muss ich mir echt durch den Kopf gehen lassen. Das hast du schön gesagt. Aber es ist und bleibt eine Schandtat. Ich mach das nicht. Meine Ehre ist mir wichtiger als Silber. Ich geb dir die Chance, deine Schulden abzuarbeiten. Du kannst dich da nicht rauswinden. Ich will mein Silber zurück. Sonst mache ich dir das Leben zur Hölle. Wirst sehen. Das glaube ich ihm sogar. Pass auf! Rüpel! Genau so schätze ich den Typen ein. Wieso zeigt er uns jetzt irgendwas mit Kampf an da? Okay, also wir haben von ihm jetzt ein Angebot gekriegt, eine Leiche auszubuddeln, um dieser Leiche den Ring abzunehmen. Ein neuer Kodex-Eintrag Henker, lesen wir später. Ja, das muss ich mir wirklich durch den Kopf gehen lassen. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, dass ich möglichst einen rechtschaffenen Heinrich spielen möchte. Allerdings muss man auch sagen, dass besondere Umstände besondere Maßnahmen erfordern, möglicherweise.
Und besondere Umstände, würde ich sagen, sind eingetreten. Ich meine, Heinrich hat seine gesamte Familie verloren. Er hat nichts. Er hat gar nichts. Er ist ganz alleine auf der Welt. Also, das müssen wir uns überlegen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal ein bisschen hier um. Wir schauen uns mal diese Mühle an. Das ist ja eine Wassermühle. Und ich will mal gucken. Ja, sehr geil. Ich finde das schön gemacht, muss ich sagen. Dass hier auch alles funktioniert. Okay, was wir machen müssen, wir brauchen einen Händler. Wir müssen zu einem Händler und ich glaube, ich weiß auch schon, wo wir den finden. Also wie gesagt, ich habe hier einiges jetzt schon gemacht, beziehungsweise gesehen. Deswegen meine ich, dass wir jetzt hier gleich jemanden finden müssten, mit dem wir handeln können. Wir haben da auch ein Ausrufezeichen auf der Karte. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Hier ist auf jeden Fall der Gerber. Wir sprechen mal mit der Dame hier. Hallo. So, wir können ja mal wegen Ratei das lassen wir erstmal. Habe ich jetzt keine Veranlassung zu. So, aber handeln, da habe ich eine Veranlassung zu. Auf Verkaufen. Und wir gucken jetzt erstmal bei Waffen. Wir haben hier, glaube ich, eine Menge Zeug, das wir nicht brauchen. Wie zum Beispiel dieses Sachs. Denn das ist schon halb kaputt. Und wir würden noch immerhin 8,6 Groschen dafür kriegen. Also packen wir das mal in den Warenkorb. Und ich glaube, wir brauchen auch diese Axt nicht, denn wir haben Scherbe. Was deutlich besser ist. Deshalb rein damit. So, Rüstung. Ja, diesen Warhorse Gamison, den behalten wir mal. Den packe ich vielleicht mal in die Truhe. Ich weiß nicht, ob ich den anziehen will. Natürlich hat er gute Werte. Hier diesen roten Kapuzenschal. Kriegen wir immerhin noch 1,4 für. Also weg damit. Den Nackenschutz behalten wir natürlich. Der Lederwams ist äußerst hässlich. Weg damit. Die Jagdhandschuhe behalten wir natürlich. Das grüne Hemd. Weg damit. Behalten wir beides. Die geflickten Beinlinge tragen wir. Hier kommt die grüne Hose. Weg damit. So, und dann noch die alten Stiefel weg. So, was haben wir noch an Nahrung, was hier weg kann? Hier, guck mal. Alles, was hier so halb abgelaufen ist, weg damit. Gebratene Ente weg. Hier ein kaputtes Brot weg. Na, das ist natürlich auch schon hart hier teilweise. Ich würde fast sagen, den Käse mit 60, den hauen wir auch noch weg. Und die rote Beete da unten. So. Dann Warenkorb prüfen. Wir würden 33,2 bekommen. Wir feilschen. Und probieren, mehr rauszuschlagen. Lässt sich was im Preis machen? Selbstverständlich. So. Wie weit können wir denn gehen? Nicht so weit, ne? Nicht so weit. 33. Ich sag mal 39. Ja, ich glaube, das ist hart, ne? Oder? 39. Wir probieren es mal. Einverstanden? Das ist es mir nicht wert. Ja, das dachte ich mir schon. Sie geht immerhin auf 35. Dann gehen wir jetzt auf 36. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Hervorragend. Ist das unser? Bist du unser? Bist du unser? Nee, der bellt mich so an. Wo ist denn unser eigentlich? Der ist ja auch ganz woanders. Unser müsste ja hier auf dem Hof sein. Ich weiß, dass der Hund auf dem Wagen mitgereist ist. Dann müssen wir vielleicht mal Theresa fragen, wo der Hund ist. Der müsste ja hier irgendwo sein, dann normalerweise, ne?
Aber ich sehe von dem Hund nichts. Theresa ist ja ins Bett gegangen. Keine Ahnung, wieso die mitten am Tage schläft. Die schläft immer noch. Oder? Die pennt da noch, ne? Ja, okay. Die pennt da noch. Okay. Schauen wir uns ein bisschen weiter in der Umgebung um, würde ich sagen. Vielleicht suchen wir uns tatsächlich mal dieses... Was haben wir denn da? Ich guck mal auf die Karte. So. Können wir weiter reinzoomen? Nee, hier irgendwie nicht. Gerber. Da ist ein Aktivitätengeber. Wir können ja mal zu diesem Aktivitätengeber gehen. Müssen wir wahrscheinlich nur diese Straße hier weiter. Jetzt können wir ja auch laufen. Ein Pferdchen haben wir natürlich nicht jetzt, ne? Ich frage mich, ob wir unser Pferdchen, wie hieß es noch? Olena oder so eine Art? Ob wir es wiederbekommen. Das haben wir ja stehen lassen. Das ist bestimmt wieder in Tallenberg, schätze ich mal. Ach ja, und was ich auch nicht vergessen darf, ist hier immer zwischendurch ein paar Pflanzen einzusammeln. Aber das ist irgendwie ein bisschen nicht sehr intuitiv, muss ich sagen. Wobei, von intuitiv sollten wir bei diesem Spiel vielleicht auch gar nicht erst reden. Naja, aber es klappt einigermaßen. Okay, reicht das mal? So, der Aktivitätengeber ist noch ein bisschen weiter. Das ist doch was zum Einsammeln. Was? Heinrich, was machst du da? Ich habe nichts gedrückt. Jetzt hat er sich hier einfach hingesetzt, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe nur den Stick bewegt gehabt. Und jetzt habe ich gedrückt. Ja, es kann sein, dass ich vielleicht ganz leicht schon drauf war. Diese Taste ist, glaube ich, ziemlich sensibel. So, wo sind wir denn hier? Eine Hühnerfarm. Ach, guck mal. Na, Hühnerchen? Badehaus. Okay. Gut, da lesen wir mal eben. Badehaus ist ja interessant. Hygiene ist wichtig. Ab dem 13. Jahrhundert wurde Müll einfach hinter dem Haus entsorgt oder in Abfallgruben verscharrt. Latrinen waren einfache Senkgruben unter einem Toilettenhäuschen mit Sitz oder einfachem Holzbrett. Es gab auch Abwassergräben in Form freistehender Latrinen oder Aborte, beispielsweise an Burgen. Es war nicht unüblich, dass sich mehrere Behausungen eine Latrine teilten. In den ungastlichen und schlecht beheizten Burgen gab es manchmal Badezimmer mit Wannen oder sogar Tauchbecken. Das Schwimmen war beliebt, allerdings nicht zur Körperreinigung, sondern als Zeitvertreib. In Privathäusern war ein Badezimmer ein Zeichen von Luxus und hohem Status. Dies bedeutet keinesfalls, dass reiche Menschen sich öfter wuschen. Durch ihr Geld stand ihnen einfach mehr saubere Kleidung zur Verfügung. Die verbreitetste Form der Hygiene war die Handwäsche. Selbst die einfachsten Heime verfügten über eine Wasserschale mit Karaffe oder eine hängende Zisterne mit Hahn. Die Dörfler waren dabei die saubersten Menschen, da sie sich oft in der Stalltränke oder im Fluss wuschen. Die Kirche hielt nichts von der Reinigung des Körpers und erlaubte den Priestern und Mönchen nur 2 Bäder im Jahr. What the fuck? Zu Weihnachten und am Feiertag eines bestimmten ausgewählten Heiligen. Dennoch gab es in den Städten Badehäuser, die die Menschen nicht nur zur Reinigung besuchten, sondern auch, um unter die Leute zu kommen. Ganz im Gegensatz zu unserem heutigen Vorstellung über das Mittelalter waren die Menschen dieser Zeit keineswegs prüde. Die Bäder standen Frauen und Männern gleichermaßen offen. Selbst die Armen der Stadt hatten das Recht, diese Bäder zu besuchen und die Gemeinde kam dafür auf. Okay. 2-mal im Jahr. Wow, das höre ich gerade zum ersten Mal. Krass. Okay. Die sind aber alle sauber, oder? Badinhaberin.
Die Dienste des Badehauses in Anspruch nehmen. Das wäre eigentlich genau das Richtige gerade, ne? Aber nein. Ja, sind. Okay, pass auf, wir stellen jetzt mal die Fragen hier. Hanisch, wir wissen gar nicht, wer Hanisch ist, also die Frage stelle ich nicht. Aber das können wir fragen. Wie ist das Leben in Ratai? Das Leben ist gut. Gott hat gefügt, dass der Krieg uns bisher verschont. Abgesehen von den Flüchtlingen ist's friedlich hier. Wie kommen die Rataier mit den Flüchtlingen aus? Pah, reden wir nicht davon. Ich wünschte, dieses Geschmeiß wäre weg. Ich weiß, dass sie Pech hatten, aber sie tun nichts außer stehlen und Ärger machen. Nicht sehr nett, die Aussage, muss ich sagen. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Weiß nicht, ob's bloß Altweibergeschichten sind, aber ich habe Fürchterliches gehört. Okay. Gut, wir gucken mal uns noch ein bisschen um hier. Das Badehaus, sehr interessant. Kann man hier irgendwo rein? Darf ich hier rein? Oder ist das privat? Okay, angucken können wir uns offenbar. Hier ist so ein, der ist aber doch ziemlich großer Trog. Nicht schlecht, allerdings. Den hier einfach immer so stehen haben mit Wasser drin, finde ich ein bisschen merkwürdig. Die Dinger sind noch nicht unendlich dicht, oder? Oh, guck mal, hier ist sogar ein Spielbrett. Ja, interessant. Guten Tag. Was? Zuber-Mädchen. Na, da haben wir die gleichen Fragen wahrscheinlich. Hat die andere Antworten? Wie ist das Leben in Ratai? Das ist eine Gutsstadt. Und unser Herr verstrickt sich nicht in politisches Gezanke. Also ist's hier friedlich. Okay, also offenbar ist es so, dass wenn die andere Antworten haben, dass es dann nicht ausgegraut ist. Hier das letzte, das ist ja ausgegraut, deswegen wird es wahrscheinlich genau das gleiche antworten wie die, mit der wir zuvor gesprochen haben. Wie kommen die Rataier mit den Flüchtlingen aus? Tja, sie haben's schwer, keine Frage. Aber hier ist nicht genug Platz für alle. Wie lang hausen sie noch in unseren Gassen? Da kommt nichts Gutes bei raus. Was, wenn einer von ihnen die Pest eingeschleppt hat? Ja. Okay. Gut, ich glaube, wir verpieseln uns hier wieder. Wir wollten ja eigentlich zu diesem Aktivitätengeber. Aber ich muss mich natürlich auch hier umschauen. Also das hier hatte ich noch nicht entdeckt gehabt. Ich war so weit auch noch gar nicht. Weil ich ursprünglich eigentlich was anderes gemacht hatte. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Oh, guck mal, hier steht Essen rum. Ohne irgendwelche Leute. Wer ist denn hier sonst so normalerweise? Vielleicht sind wir um die falsche Zeit hier. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt aber nicht einfach hier mit einer Landschaft irgendeinen Topf essen, ehrlich gesagt. Weil diese Animationen hätten sich sparen können, finde ich. Wo ist denn jetzt das Ausrufezeichen? Ich glaube, wir kommen zur Stadt. Kann das sein? Das Ausrufezeichen. Wo ist das genau? Also ich glaube, wir müssen... Ich glaube nicht, dass wir da unten, hier unten hinkommen. Guck mal, schön. Boah, wie schön das hier ist. Ja, ich glaube, oder vielleicht doch. Wir sind doch auf dem richtigen Weg, glaube ich. Was ist hier? Irgendwelche Schüsseln. Was ist das denn für ein Lager hier? Doch nicht von den Flüchtlingen, oder? Von den Skalitzern. Aber hier ist kein Mensch. Und, ja. Ich weiß nicht, ob ich diese Suppe da essen möchte. Hier ist niemand. Warum ist denn hier niemand? Komisch. Ich glaube, wir sind hier doch falsch. Guck doch mal auf die Karte. Aha, jetzt würden wir... Okay, jetzt sehe ich, dass das das Ausrufezeichen da in der Stadt ist. Okay. Gut, in die Stadt wollte ich jetzt eigentlich nicht.
In die Stadt wollte ich jetzt eigentlich nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier zurückgehen. Und wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich beende die Folge nämlich an dieser Stelle. Denn ich habe ja einen ungefähren Plan, was ich in der nächsten Folge machen möchte. Und ich werde jetzt zurücklaufen zu unserem Hof. Und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir könnten allerdings nochmal da drüben eben hingucken. Ich bin doch ein bisschen neugierig, wenn wir da rüberkommen. Hier ist ein Bach. Kommen wir da rüber, ohne dass ich mir die Knochen breche? Okay, alles gut. Leider geht das sehr schnell in diesem Spiel, dass man sich hier irgendwie ein Knöchel verstaucht oder so. Ich weiß noch nicht genau, wofür Disteln gut sind. Oh, neue Stufe erreicht, Kräuterkunde. Also wir sollten immer alles machen. Ich sollte wahrscheinlich auch mehr laufen. Für Vitalität wahrscheinlich. Ach, da unten. Schafe. Boah, das ist so schön ruhig hier. Total idyllisch. Mal abgesehen von den Hunden, die einen dann immer anbellen. Na, ich will nur mal gucken. Wohnt hier niemand? Normalerweise, wenn die Hunde bellen, müsste ja jetzt jemand rauskommen eigentlich. Wollen wir mal hier klopfen gehen oder so? Geht das? Oh, nur knacken. Können wir nicht, wir haben keine Dietriche. Warum ist denn hier nirgends jemand? Oh, Schweinchen. Und überall diese ekligen Fliegen. Bäh. Aber dass hier niemand ist, irritiert mich ein wenig. Ja, ist ja gut. Irgendwo muss doch hier jemand sein. Oder sind die Häuser verlassen? Nee, dann wären da keine Hunde. Hier können wir auch nicht rein. Geil, das hier gestaltet ist. Guck mal, hier kannst du. Das ist total geil. Du kommst dir echt vor wie auf so einen richtigen Waldweg hier, ne? Geil. Ich find's total geil. Allerdings weiß ich nicht, wie schlau es ist, hier jetzt rumzulaufen. Ich komme mir jetzt echt vor, wie so ein Wanderpfad, wenn ich hier im Wald spazieren gehe. Geil. Da ist ein Haus. Oder Häuser. Da gehen wir jetzt nochmal kurz gucken. Wahrscheinlich das Klo, ne? Ist auch sauber. Sind alle schön sauber, die Klos. So, was ist hier so los? Oh, da ist sogar jemand. Na? Hundi? Guten Tag. Kann ich dir mit dem sprechen? Was hast du hier zu schaffen? Ich will nur mal gucken. Ich mache hier so einen kleinen Spaziergang, weißt du? Aber ich kann mit dem nicht sprechen. Wir können uns waschen, aber wir können mit dem nicht sprechen. Ich wollte nur mal halt so eine Runde drehen. Na gut, okay. Ich würde sagen, wir sind durch für diese Folge. Ich gehe zurück zu unserem neuen Heim. Also zum Müller, zu Theresa, wie auch immer. Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und von dort aus geht es dann weiter und ich glaube, es wird ein bisschen abenteuerlich. So viel kann ich schon mal verraten. Also, bis dahin. Ciao, ciao.